Alles klar, da gucken wir mal weiter nach dem Magus Leutze. Ne, Magus Leutze. Wo sind wir denn gerade auf dem Weg hin? Schauen wir mal. Rennen wir einfach mal weiter. Einfach mal dem Zielmarker hinterher. Nicht denken. Mach. Oh. This is worse than I could have imagined. That pillar floods the land with corruption. Titus Acheron, come in. Vox is useless. We must find our brothers. Okay, aber das sieht mal richtig nice aus. Fotomodus. Oh, sweet. Yes. Das nehmen wir mal mit. Ja, zweite Kompanie finden. Wo müssen wir? Na, da unten sind noch ein paar Gardisten. Meltergewehr, was habe ich denn dabei? Nee, Plasmabrenner, Schwerwurfpistole, nein. Nix Brauchbares. Wie kommt hier ein Basilisk hin? Also ein Basilisk-Geschütz. Crazy. Okay, die Gardisten drehen am Rad. Nicht gut. Ah, alle ein bisschen. Alle ein bisschen neben Spur. Der Melterbombe. Nee, bleiben wir bei den normalen Springgranaten. Hör mal, ihr werdet jetzt aber nicht alle korrumpiert, oder? Okay. Ah, hier diese Lichteffekte, die sehen mega nice aus. Fliegenden Steine und so weiter. Also. Das ist schon sehr cool gemacht. Seine Feldküche. Ernsthaft. Eine Gulaschkanone. Wie geil. Ups. Ah, wo lang? Einmal hier lang. Zeigt mir oder gar Stims, sehr gut. Stims, Särge? Oh, okay. Jo, das ist ein Krematorium. What the hell? Oh, Data Block. Haha. The sowing season has not turned. The ground is still cold. Warm the seeds with your breath. Cold hand. Cold hand. How can I be myself? I'm receiving a coded locator signal. Acheron's signature. Not far from here. Can we trust it? I believe so. Mark it on all specs. Yes, brother. I dreamt I saw the Emperor. Feathers flying everywhere. Feathers. 9 years of feathers. Feathers, feathers. This is the last thing I would say before I cut out my tongue. Okay, dudes, crazy. Und weiter auf zu Acheron. Aber da, Schützenbolt-Karabiner? Nein, danke. Oha. What? Warum? Noch ein Stim. Ganz viele Waffen. Ich glaube, wir müssen kämpfen. Oha. Oha. Ohren rein. Oh. Komm ab. Finde ich ein bisschen schade, dass man bei den Rubik Marines nur quasi zwei Exekutionen hat. Nightlords? Nee. Warum habe ich jetzt einen. Ich dachte jetzt kurz, das wäre ein Nightlord. Ich
Ich will keine Night Lords. Das ist crazy. Alter. Ah, hier weg. Hier weg. Auch ein. Zack. So, während dieser und der letzten Folge gab es einen 28 GB Patch. Und die haben unter anderem auch die KI der Bot-Kameraden ein bisschen überarbeitet. Alles klar. Also die werden jetzt zum Beispiel auch Granaten schmeißen. Sie werden auch exekutieren. There must be a solution here. That foul sorcerer took the power source. Somewhere well defended, no doubt. Und sie werden nicht mehr so oft irgendwie an Gegenständen hängen bleiben. Oder so kaputter Lemuros. Can't be true. Illusions. Damn illusions. How does this compare to Grya? Incalculably worse. Oh, yeah, yeah. A warp rift of such size will permit the darkest of horrors to pass through. The fleet will be preparing an orbital barrage. Ooh. And we must hurry. Orbital barrage? Makrokanonen? Das könnte sehr... Oh, das ist eine Menge Munition. Das gefällt mir nicht. Munition secured. Aber Orbital Barrage, also orbitales Geschütz, Feuer. Mir fehlen zu viele deutsche Worte. Das könnte sehr cool aussehen. Wow. Komm her. Kopf ab. No victory for you here, demon. We thought your squad dead. We were spared that fate. The captain awaits you inside. Courage and honor. Courage and honor. Die Stimme kam mir gerade irgendwie so bekannt vor. Brothers. Ah. Be mindful of the casualties. Oh no. Arme Dudes. So, jetzt könnte das hier gleich ziemlich abgehen. Titus, report. What in the name of Holy Terror do you call this? We failed to stop Luz. I can see that. He was tainted. An unwitting puppet of the archenemy. We are now facing a warp rift the size of a small cruiser. Three volleys from the Resilient and not a scratch on that pillar. If it has a weakness, I need to know what it is. It is powered by the artifact from Grya. If we can destroy that... Where is it? We do not know. You call that a solution? What is the alternative? There is a field around the pillar, impenetrable to our ordnance. We have observed their forces passing through it on foot. We must get close enough to see if we can do the same. Proceed through those doors. We make our assault imminently. Yeah. Also Frontalangriff auf ein chaosverseuchtes Necron-Relikt. Ja. Kann man machen. Oh. Es wird gesegnet. Our forces are divided in two. I will lead the main assault from the Temple of Aethor. I sent two squads to move on the enemy's flank, but we have lost contact with them. They are carrying the company standard. If they have fallen, we will retrieve it, Captain. Kompaniestandard. Marines, ready. Ja, alle da. Oui. Unleash the Imperium's might. Wird gemacht. Shit is about to get real, real. Very soon. The front is beyond this bridge. Oh boy. What is that thing? Look out! Oh, it's a... Ja, it's a Hellring. Ja, was soll ich dagegen tun? Erstmal nix. Erstmal rein. Ist ja schon...
habe hier gerade echt optische Halluzinationen. Oh, Granaten. Kann ich auch. Da kommt schon wieder ein Tornado. Der kriegt erstmal Plasma. Und. Oh, dann zweite Minator. Okay, kümmern wir uns erstmal. Darum. Yep. Ey. Zu viel. Und ist der weg. So. Ein kleines Flugzeug. Ach, da haben wir schon fast alles. Ah. Sehr schön. Excuse me? If we fail to defeat the enemy, then I will burn this place. But I would prefer to not disgrace these honored dead. Can our scans locate the signature of the power source? We are blinded by all the interference. It is out there, at the heart of that profane madness. Agreed. One way or another, we must reach that obelisk. Then we shall. Das ist aber auch interessant, eine imperiale Gruftwelt auf einer Necron-Gruftwelt. Was ein Zufall. Ah, Exterminatus? Ah, Exterminatus ist ja die absolute Vernichtung eines Planeten. Virusbomben und Feuerbombardement und hast du nicht gesehen, also es ist. Einfach reinschießen? Oh. Ja, good hunting, brother. Second company. Muss ich denn hin? Oh, gehen wir da, ne? Da, 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 da. Okay, kriegen wir. Ja, Headrake, ja. Für Unterstützung von. Oh. Komm, lass mich. Lass mich in den Nahkampf. Gegen die elenden Staubbeutel. Ah, Kadianer sind schon. Die sind schon cool. Along with the standard. I dare not picture the company banner soiled by treacherous hands. Ultramarines do not fall without a fight. They are alive. But they may be in need of support. Then we must move quickly. Ja, also Multimelter mal eingesteckt. Und dann gehen wir jetzt mal die Kompaniestandarte wiederholen. Mann, warum drücke ich den falschen Knopf die ganze Zeit? Und Charge. Oh, nochmal ein Hexer. So, einmal. Zweimal. Wo ist der? Wo ist der Zauberer? Oh. Da ist der Zauberer. Einmal, zweimal. Wie gesagt, mein, ich hasse Zauberer. Was so ein Multimelter alles kann. Und Matschen. Warum hau ich eigentlich drauf? Ich habe einen Multimelter. Meinst du da noch einer? Nee. Ja, habt ihr jetzt noch mal ein paar. Da müssen wir, lang. Alles klar. Ja, das war easy. Warum sieht das aus wie die. Wie. Hier Shifra Whale. Aufzug bei Elden Ring. Ha. See how the priests maintain these graves. Even in the midst of this war.
Their devotion is commendable. We must hurry. Our brothers pay in blood for every second we delay. They should be on the other side of that door. Ja, 40k ist halt schon eine Ästhetik, ne? Oh, ein Datablock. Demerium is honored to provide temporary rest to several deceased space marines of the Salamander chapter. They are sons of their Primarch, Vulcan, of whose fate the Imperium is unclear. Loyal to the Emperor, these Salamanders hailed from Nocturne. Their actions were pure and noble. Paragons amongst Astartes. Through their loyalty and their glorious deeds in service of the Imperium of Man, we honor them until the day Vulcan returns and claims these bones. Demerium is honored to inter their remains. Vulcan lives. Ja, also ich weiß nicht, Salamander, man kann mit ihrer Art von Kriegsführung, also ich mag die Flammenwaffen nicht, aber ich glaube, Salamander nicht mögen ist nicht möglich. So, und dann machen wir hier auch erstmal einen kleinen Cut und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und gucken wir mal, was der Kau uns noch so entgegenwirft, weil da fliegt ja noch so ein Heldrake rum und ja, ich bin mal gespannt. Bis dahin und tschüss.